Bis Ende März fliegen die Drohnenpiloten Aufklärungsmissionen über den russischen Stellungen. Nach und nach wird das Ausmaß des Massakers auf der Schnellstraße erkennbar. Ich kann mitteilen, dass auf der von den russischen Angreifern kontrollierten Straße von Kiew nach Schytomyr 57 Fahrzeuge beschossen wurden. 36 tote Körper wurden gefunden. Lassen sich Hinweise finden, woher die Täter kamen? In den verlassenen Gefechtsunterständen finden wir eindeutige Spuren. Das ist der Kopf von einer Equipmentliste. Im Formularkopf der Zahlencode der Einheit 46108. Im Wald finden wir diesen zerstörten Panzer. Im Umfeld liegen Waffenausgabescheine auf dem Boden. Die Namen auf den Dokumenten lassen sich überprüfen. Inzwischen konnte die ukrainische Staatsanwaltschaft einen Verdächtigen ermitteln. Der Soldat kam aus einer berüchtigten Einheit. Es ist ein Soldat der 64. Schützenbrigade der Russischen Föderation. Putin zeichnete sie kürzlich für ihren Einsatz in der Ukraine aus.